unserem Cheeseburger würzen wir das Fleisch mit Salz und Pfeffer und einer Gewürzmischung aus verschiedenen Kräutern mit Paprika. Dann portionieren wir das. Jetzt gibt es Rumpsteak mit Riffelmann-Senfkruste. Unser Fleisch kommt vom Metzger aus dem Nachbarort. Dann brauchen wir für den Cheeseburger noch Zwiebeln. Speck. Dann kommt der Bacon in die Pfanne. So, dann machen wir die Salate mit unserem hausgemachten Joghurtdressing. So, und auf unsere Salate kommen dann Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne mit drei verschiedenen Curryarten angeröstet und karamellisiert. Die kommen dann auf den Salat obendrauf. Leicht scharf, gibt einen super Geschmack auf dem Salat. Dann wird es mit Sesamsalz gewürzt und dann kommt unsere Riffelmann-Senfkruste auf das Rumpsteak obendrauf. Dann fangen wir an, unseren Cheeseburger zusammenzubauen. Da kommt dann unsere hausgemachte Tomatenkonfitüre drauf. Dann kommt Salat drauf. Dann kommt der Burger auf das Brötchen. Ich habe auch heute schon viel geredet. Dann essen wir, dann drauf.